und gleich in die Startrunde 2. Neuer Part, neue Folge. Und ich hab so Bock, dass ich gleich die nächste Part mache. Mann, darauf habe ich mich sehr, sehr lange gefreut. Und lang gewartet. Endlich geht's los. Ohne Probleme. Und jetzt, wo es so gut läuft, mache ich gleich direkt weiter. Das Bild lasse ich fürs Erste so. Heute bringe ich gleich zwei. Ja, je nach den zwei Erfolgen raus. General Papa here. Your mission takes place on Thorntail Hollow. Locate the Queen of the Earthwalker Tribe. She will help you further. Pepper out. Genau. Ich habe vergessen, mein Klingelton schon wieder auszuschalten. Mensch. Erste Mission haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt die nächste Mission. Und zwar mit Fox. Also die erste mit Fox. Ob das zu Crystal auch zählt als Mission, weiß ich nicht. Aber ich glaube, nein. Ja, nein. Ich sag mal, dass mit Crystal zählt dazu. Sag ich jetzt mal. Ich glaube zwar nicht, aber ich ziehe es dazu. Pepper. Ich kenne alle Star Fox Charaktere noch nicht so perfekt, außer Falco, Crystal, den Endboss, Fox persönlich sowieso, Wolf und so weiter und so fort, die kenne ich schon, von Smash hier, aber noch nicht so perfekt wie in diesem Game. Legen wir endlich mal los. Und ich hoffe wirklich sehr, es kommt keine Lags. Ich hoffe, es läuft einfach frei weiter. Weil beim ersten Aufnahme habe ich schon gedacht, hoffentlich nicht nochmal alles von vorn. Aber ging nochmal gut aus. Ich hoffe, dass es auch hier gut ausgeht, weil wenn nein, das ist echt mega ärgerlich. Ihr denkt alle, ist eh einfache Arbeit. Einfache Arbeit. Hm? Zocken ja. Aufnehmen auch. Aber dass es dann auch passt. Ist da die andere Frage. Deswegen versucht es immer erst selbst und danach. Autsch, einen Ring verpasst, jawohl. Ich wollte eigentlich alle einsammeln, aber naja. Sehr schön. Ich lasse mich ziemlich oft treffen. Gerade eben läuft es ziemlich gut. Ja, es ist von meinen alten Spielstände. Das oben war das Maximum. Aber es geht noch viel besser. Okay. Da seht ihr, ich habe es so oft durchgespielt, das ist ja krass. Thorntail, falls man das richtig ausspricht. Sehr schöne Landschaft. Kleine Lecks, geht schon los. Ich meine, okay, warte. Great flying, Fox! For a moment I thought you weren't gonna make it. Very funny, sir. I know. Now, on to business. By pressing the start button, you will open your communicator. Choose who you wish to speak to, and then press the A button to contact one of us. Each team member will give you different information. It's not being tested in action, so give it a try as soon as I finish. And don't forget, you're looking for the Queen Earthwalker. Try talking to those Thorntail guys. Slippy is preparing a translator device, but until it's ready, he'll translate for you. Okay, General. But what about a weapon?
Why couldn't I bring my blaster? It's always the same with you, Fox. Shoot first, ask questions later. This mission is about saving the planet, not blowing it up. It requires a different tactic. Try using your head. Yeah, very funny, sir. Fox out. Ja, keine Schusswaffen. Obwohl ich nicht ganz verstehe, weil das nächste Item, was sich gleich da vorne befindet, gehört auch. Man kann damit schießen, aber zählt nicht als Schusswaffe, also. Hä? Dinosaurierland. Sehr schönes Land. Aber auch nicht so prächtig. Erst einmal sind hier ein paar irgendwo, genau. Diese Dinge hier. Und damit kann man etwas kaufen. Das sind so kleine Käfer, die heißen Pässe oder Pässe, wie man es ganz genau ausspricht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Pässe. Pässe sind das Zahlungsmittel auf Dinosaurierplanet. Natürlich sind es von unterschiedlichem Wert. Je wertvoller ein Pässe, desto flinker ist er. Ohne Pässebeutel kannst du nur 10 Pässe bei dir tragen. Genau, rote Pässe bringen 5 und da gibt es auch grüne Pässe, die bringen nur 1. Da gibt es, glaube ich, gibt es da nicht 3? Ich glaube, gab es 3. Ich glaube, ja, golden ist, glaube ich, noch, oder? Braucht er doch nicht 21? Ah, ich weiß es nicht. Spielt mal mit dem Kumpel hier. Hallo Fremder, ich bin ein Thorn-Teil. Bisher herrscht im Frieden, doch Skeles letzte seine Armee vom Shopklau auf uns. Sie sperrten die Erdwalker ein. Hoffentlich geht es ihr gut. Du solltest nun etwas über unsere Welt erfahren. Hier wachsen viele Bäume, deren Früchte wir Anüsse nennen. Mann, ich sag immer fast Analüsse. Deswegen will ich sowas auch gar nicht aussprechen, weil man immer oft das falsch versteht und man gar nicht aussprechen möchte. Aber man denkt sich ja automatisch im Kopf und denkt man sich, sagt man das jetzt oder sagt man es lieber nicht? Aber ihr könnt es schon denken. Sie schmecken herrlich. Finde einen Weg, sie vom Bäumen zu holen, vom Baum zu holen. Denn sie sind süß und äußerst nahrhaft. Sprich auch mit dem anderen Thorn-Teil. Sie können dir noch viel mehr erzählen. Aber ich will jetzt nicht alle einzeln ansprechen und lesen. Ich meine, ansprechen ja, aber ich drücke einfach nur mal A-Knopf. Weil ansprechen bin ich besser als wie lesen. Man merkt es, glaube ich, auch. Und da ist die erste Item. Eher eine Waffe. Kilku oe kutsek at oe kuts, as o fenovik nufed. Oe mishkut ke ijo as najoko. Mojekov niat ijo as at smuk. Ut ad kikeno, oe baks mufo fen. Kuro tavohodus kai, ke itkong at fenovik kusbe. Oe sudoksha ijo a keop fiko ke nekt wit o. Kokavkat hez beides baj a komsh ik ev kuj. Kobo suro mojeko und adat nav kobo suro foa. Genau, der Stab, mit dem können wir jetzt einiges weiter. Eine Bombenbrummel. Mit dieser Bombenbrummel kann man nämlich einiges wegsprengen. Es ist eine Bombe. Es steht eh unten da. Wie gesagt, ich erkläre es alles. Mit dieser kleinen Bombensprossen, die dann rumfliegen, man muss äußerst vorsichtig sein, die explodieren, wenn man schon draufschlägt.
dann macht's und man nimmt selber Schaden. Und selber Schaden zu nehmen ist einfach nicht gut. Ich kann es euch zeigen. Erstmal nichts, aber wenn man das mit dem Stab schießen kann. Da gibt es aber nächstes Item mit dem Stab, also Fähigkeiten. Dafür kann man das verwenden. Wenn man das eins hat davon, kann man hier hinten es einpflanzen. Wenn man es dort eingepflanzt hat, wächst noch eine Sprosse raus und man kann die Felsen wegspringen. Genau. Brauchen wir sehr oft. Der Kumpane hier. Ah nein, ich wollte nicht treffen. Hoch mit dir. Er ist zu müde dafür. Es gibt einiges zu tun. Diese Steine hier sind besondere Steine. Man sieht hier die Löcher. Eins kann ich hier aufmachen, kann ich es euch zeigen. Hochheben und da tauchen sehr viele. Nur eins erwischt, okay. Aber sehr viele von diesen Käfer auf. Wichtig. Ja, mein Freund. Genau, er klärt es auch, da krabbelt die Dinger hier raus. Mit dem Schiff kann man wieder zurückfliegen. Braucht man momentan noch nicht. Meine Nase quietscht wieder. Schon wieder. Und nein, ich bin nicht erkältet. Alles gut. Mir geht's gut. Bei der Corona-Zeit muss man so krass aufpassen. Ein falsches Wort und alles ist vorbei. Ja, ist ja wirklich so. Man muss echt verdammt gut aufpassen. Die wunderschöne Blume. Zack, vernichtet. Kaboom. Ein Magiekristall. Mit diesem Magiekristall kann man die Energieleiste oben links wieder auffüllen. Für die ganzen Fähigkeiten, für den Stab Magiemeter. Und auch die Magiemeter, es gibt sowas wie bei Legend of Zelda Ocarina of Time, zum Beispiel Feen, wo man Magie verlängern kann. Magie verlängern, Fähigkeiten bekommen kann. Das ähnliches gibt es hier auch. Der Balken um links ist das blaue Balken in der Ecke und um den Leben ist die Magie. Mit dem kann man es auffüllen. Ui, ein paar Gegner. Jetzt habe ich aber Angst. Ah ja, bei jeder Attacke mag er nicht angreifen, aber bei dieser hier schon, ja, ja. Wenn man ab und zu mal dreht, dann kann man nämlich sowas hier. Nein? Ich will was testen. Okay, da nicht. Teste ich alles mal. Yep. Ah, er hat sich fast gedreht. Und wie es hängt sich einmal brutal auf, aber dann. Weil wenn sich einmal was aufhängt, ist die ganze Aufnahme für... Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss ich wirklich alles noch bewachen. Problem ist, man kann in diesem Spiel keine Spielstände kopieren. Das ist das größte Problem. Aber ich hoffe, es läuft von Anfang an.
läuft vom Anfang an sehr gut. Wäre echt super. Und das hier mit dem R-Taste kann man jetzt so ein Schütteln machen. Ich sage, es gibt so viele Techniken. Das war gerade brutal laut. Es gibt nichts runterfallen. Es gibt verdammt viele Techniken. Die muss ich erst selber noch herausfinden. Ein paar weiß ich ungefähr, wie es geht, aber da greift einer schneller an als ich. Da möchte ich es nicht immer riskieren und jetzt spring endlich mal hier hoch, Alter. Mann. Versuch Nummer 80.000. Hier. Aha! Und das sind Energiekugeln. Da will ich nicht alle finden. Weil da gibt es verdammt viele. Die zählen zu 100% dazu. Aber alle zu finden ist für mich verdammt anstrengend. Das heißt, sage ich nur Mahlzeit. Energiezelle, der Treibstoff für den Arwing. Genau. Ihr habt die Inseln am Anfang gesehen. Es gibt ungefähr 4-5 Inseln, die man auch bereisen kann. Und dafür sind die Energiezellen da. Umso mehr, wenn man die nächste Insel betreten möchte, braucht man umso mehr Energiezellen. Am Anfang brauchte man, glaube ich, 15, dann auch 25 und es werden immer mehr und mehr und mehr. Genau, wie gesagt, das zeige ich euch, erkläre ich euch nach und nach. Ich laufe gleich mal ganz da. Jetzt gehe ich aber das letzte Mal hoch. Ganz nach hinten. Da sollte man das gleich aktivieren. Weil wenn man das aktiviert hat, dann braucht man es später nicht mehr erledigen. Der Giftpilz trifft mich auch noch. Mann, Giftpilz. Das sind Giftpilze. Und die sind sehr, sehr gemein. Schalter. Geht auch nur mit dem Stab. Einmal erledigt, braucht man nicht mehr hin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich aber. Jawohl. Jetzt noch links. Die ganzen Dinos unterhalten. Ja, genau. Okay, das ist für später. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert. Der meint diese Bäume hier. Da sind so Stacheln drauf. Und viel später gibt es eine Mission, wo man die braucht und die brennen dann. Dann müssen wir die extra in die Fackel reinstellen. In diese Fackel, wo da vorne schon einer brennt, reinstellen, erneut brennen. Brennender Wurzelbaum, genau. Ja, ja. Wie läuft so? Genau. Er erklärt das mit der Energie. Immer wenn man etwas für Energiefähigkeiten einsetzt, hier kann man schon was hier benutzen, braucht aber noch nicht. Das ist der Magiestäbe, das ist für später. Und mit dem Magiestäbe pro Schuss zum Beispiel verbraucht man eine Magieball. Guten Appetit. Der ist gerade schön. Der ist für gerade zum Schluss. Der Kumpane hier. Hier geht's für später. Yay! Yeah. Und das sind solche Steine, wo mehrere versteckt sind. Es gibt ungefähr 10 Steine oder 12 Steine. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ungefähr. Und damit kann man hier die Fähigkeiten aktivieren. Fähigkeit Nummer 1. Genau, da erklärt, was das ist. Ein Stab-Upgrade. Infernus, wie das Ding gerade hieß. Ich habe jetzt viel zu schnell gedrückt, tut mir leid.
Ich erkläre es gleich noch einmal. Dieser Schuss ist das hier. Inferis. So ist es. Kann man hier oben auf Y legen. Sehr, sehr praktisch. Und damit ziehen und schießen auf den Schalter. Und da geht auch oben links die Balken ein wenig weg. Fox kann zwar schwimmen, Gott sei Dank, aber nicht tauchen. Tauchen kann er nicht. Auch nicht beim Smash. Ob er es bei anderen Teilen kann? Weiß nicht. Für den nächsten Star Fox Teil einer der besten, das es jemals gibt. Ich hoffe so sehr, es kommt noch eins für den Switch raus. Oder ein mindestens ein Remastered, und das würde mich mega freuen. Wenn von Star Fox Adventure ein Remastered kämen würde und ein zweiten Teil davon, also Nachfolger, das genauso gut ist. Wow, das wäre so geil. Aber glaub nicht, dass er noch eins kommt. Deswegen genießen wir diesen Let's Play. Is anybody there? Are you okay? My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No, Lurud, no, Karu, way away. Moshe, Prince yep. Tricky, Keog, Roots of Kehot, Rokio, Sharp Claws, Ut Kubot, Ki, Ice Mountain. Did you get that, Slippy? You've got to go to the Ice Mountain and rescue her son, the Prince Tricky. Nice name. Okay, lady, I'll bring your son back to you. Can you give me some directions? Da steht der Pfahle, die du auch auf, ne? Also. Mishweki Kill Warpstone. Ei. Kutso Kutsojbuk Feno und Sujod Uekio. You've got to talk to that big stone guy. She called him a Warpstone. That's all I need to know. I'll be back soon, Queen. Don't you worry. Haven't you finished that translator yet? It's nearly ready, Fox. I just need a bit more time. Slip me out. Yep, es kann sich um einige Stunden handeln, aber ich drehe mich nochmal um, da hinten hat man schon gesehen, eine Videosequenz ist ein Energiezelle. Und dieses Tor hier, keine Sorge, für viel, viel später. Und mich juckt die ganze die Nase, ey. Brutal nervig. Ja, genau, die ganzen Bomben müssen wir jetzt einsammeln. Wir machen nach und nach, sie erlegen nach und nach. Erstmal wird hier alles erledigt, was im Erledigen sein muss. Also die Wurzeln, die habe ich gerade auch schon erklärt. Mit dieser Wurzel kann man wieder einfangen und einpflanzen und dann wieder explodieren lassen. Wie gerade erklärt. Gleich noch einmal. Ich sammle so viel es geht. Ich glaube, man kann bis zum 7 Stück tragen. Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher. Ja, man merkt es jetzt schon. Es ist mein absolutes Lieblingsgame. Lieblingsspiel. Lieblings-Let's Play. Und. Ich hoffe nur, es gibt keine Rechtlinienprobleme, weil eben Musik und so weiter und so fort. Aber bei mir kann noch nichts passieren. Ich hoffe, es bleibt auch so, weil dann wäre es schlecht. Aber ich lasse so wie es ist, ich schneide gar nichts raus. Wäre auch kein Ton verziehen oder sonstiges. Ich lasse alles so wie es ist. Noch kann ich ja nichts damit viel anfangen. Also kann es bei mir auch noch nicht viel wegnehmen. Ich mache es nur als Hobby, sonst nebenbei. Vielleicht mache ich es irgendwann als Arbeit auch, aber nur vielleicht. Wäre sogar mein Traum. Aber nichts überstürzen. Stück für Stück, langsam für langsam.
und man sollte es genießen. Man sollte auch Spaß daran haben, das ist auch das Wichtigste. Denn ohne Spaß macht es auch keinen Spaß. Also schön genießen. Wie gerade erwähnt. Jo. Gleich wieder ein paar mitnehmen. 7 Stück. Da oben war auch noch eins, also man muss noch einmal hoch. Ich hoffe, ja, nicht das letzte Mal. Nicht das letzte Mal. Ich glaube, man muss tatsächlich noch einmal rauf. Ja, schauen wir mal. Guck mal, nein, nicht darunter springen, du Idiot. Ich bin ein Idiot, lalalala. Hat keiner gehört. Okay. Nach links. Ich will noch sehr, sehr oft fluchen. Flüche gibt es sehr, sehr oft, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Das ist auf alle Fälle schon mal mehr wert. Oben rechts war auch noch eins, aber das erst danach. Ich möchte erst einmal. Ah, wo soll ich anfangen? Ja, erst mal hier runter, in den Bazaar. Da müssen wir verdammt oft rein. Thornteil Bazaar. Oh yeah. Welcome to my store. Feel free to look at the many wonderful items within these walls. I have food, special goods, and many maps. And if you like to play games, then enter the Scarab Room. Yes. Oh, and that's the exit. Okay. Thanks. Now. If you find something that you like, then choose that item and we'll discuss a price. Is that clear? Well... Good! Now, hurry and choose something. Or get out! Genau, das ist der richtige Hitler. Erstmal umgucken, kaufen, dann gleich wieder raus. Mhm. Sehr, sehr schön. Man kann auch ab und zu mal runterhandeln. Ich weiß, das brauche ich als erstes, ja. Oh, sieht so gut aus. Das brauchen wir alles. Wo ist hier... Die Karten müssen wir später alle kaufen, wirklich alle. 10 Bisse, 5 Bisse, nochmal 5. Aber ich suche noch etwas anderes. 5 Bisse, okay. 20. Ah, verdammt, wo ist es da? Wo ist das hier links? Tatsächlich hier links? Nee. Ah, ne, hier sind nur Karten. 5, 5, 5, nochmal 5, jawohl. Ja, also immer größere Geldbörse haben, auf jeden Fall alle Karten kaufen, sehr, sehr wichtig. Aber jetzt alle kaufen, da dauert es Ewigkeit. Hierfür für die Cheat-Münzen. Das macht man auch noch alle. Kein einziges verpassen. Ich hoffe, ich weiß, wo alle sind. Ich bin... es wird schwierig. Hier kann man auch Energiezellen kaufen, aber ich weiß nicht, ob man alles ausverkaufen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wo ist jetzt die verdammte Tasche? Ja, okay, ich kaufe jetzt mal das andere. Links.
Ja, also ich habe eigentlich das beste Tasche gesucht. You pay this much. This much. Okay, I'll sell it to you. Siehste, man konnte auf 9 runterhandeln. Maximal kann man 2 runterhandeln, aber nicht immer. Deswegen habe ich erstmal auf 1 runtergehandelt. Top. Granitpraline. Süßer Steinbrocken. Ja, zwar freut sich der große Steinbrocken hier oben, den wir gleich gehen. Da oben gibt es auch noch Käse zum Einsammeln, aber erst später. Einmal hier hoch. Badam. Okay, dann hier wieder nach rechts, nach oben. Mal schauen, ich hoffe, nichts vergesse. Aufnahme läuft, Gott sei Dank. Zu dem hier gehe ich gleich. Erst einmal hier. Dann sammle ich gleich noch ein paar Blüten ein. Meine Sprache, ey. Furchtbar. Die Blütensprossen. Genau. Einmal, zweimal, zack. Ich hoffe, es leckt nicht. Lecks sind immer die, wenn sich der Bildschirm sich verzögert. Wenn sich der Bildschirm verzögert, wäre schon ein bisschen blöd. Ist dann richtig gut laufen und nicht alles verzögern. Ist mir schon sehr, sehr oft passiert. Deswegen habe ich auch immer Angst davor, dass es alles ruckelt und alles verschwommen ist und so weiter und so fort. Ich hoffe nicht, dass es soweit ist. Weil gesagt, alles auch einmal von vorne zu beginnen, muss nicht sein. Es verzögert sich doch ein bisschen. Eieiei. Also okay. Ja, alles cool. Alles cool. Und auch hier gibt es für später etwas zu holen. Lol. Guten Tag. Nobody ever brings me gifts anymore. Du Geizhals. Ah, a lovely sweetie. Who dares bother the mighty Warpstone? 1,000 years I've been left alone to rest. What do you want? Well, can you help us? Help you? No. But you're a Warpstone. You're supposed to help. Right. Let's see if I can remember what I'm supposed to do. Okay, now if you push left on the control stick, then I'll send you to one of those warpstone thingies. We'll get back to that in a minute. And if you push forward on the control stick, then you can enter the maze. Now this one's a bit special. When you have collected a Crozoa spirit, then push right on the control stick. And I'll send you to Crozoa Palace. Now, you know what I do. So hurry up and make a choice. If not, then press B so I can get back to sleep. Das ist ein sehr gemeiner. Erst sagt er, ich helfen? Nein. Das ist doch deine Pflicht. Ah, stimmt. Ja, das ist hier Logik. Erstmal zur Eisspitze. Are you ready to warp? Ein bisschen machen wir noch und dann machen wir noch so Feierabend. Feierabend, wieder reinguckt. Aha,
Ja. Ah ja. Eisspitze. Wir haben zum Großteil, was man erledigen kann, erledigt. Hier kann man jederzeit wieder zurück. Aber nicht jetzt. Ich habe dich die Karte. Da ist er. Dino-Fleisch. Nam 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 nam. Schmeckt bestimmt gut. Aua. Ei, ei, ei. Tierverwaltiger. Nicht gut. Gibt es schon einige Idioten auf der Welt. Aber die Leute will ich erwischen. Also ohne Schmarrn. Der nicht geht auflaufen. Die arme Tiere. Ey. Sag's immer wieder, lass die Tiere in Frieden. Außer Spinnen. Spinnen sind ekelhaft. Aber alles andere, immer schön in Frieden lassen. Jo. Denn hier ist eine Energiezelle. Für 20 Münzen bekommt man eine Cheat-Münze, aber wie gesagt, für später. Jo. Wie gut, dass ich mich hier einigermaßen auskenne. Da brauche ich noch keine Karte. Aber später werden wir Karten brauchen. Genau wie diese besser. Na toll. Ganz hinten. In die Ecke. Ja, super. Zeitbomben. Eine Mine. Mit Hermine. Ja, Drehattacke. Genau das habe ich gemeint. Das geht nicht immer. Ja, okay. Ja, vielleicht kriege ich es auch hin. Ab und zu Drehattacke ist schon gut. Die, wo gerade aufgeladen hat, das ist schon nice. Richtig, richtig nice. Einmal schießen. Noch gibt es Arenas. Schöne Rennen. Lalalala. Ja, ich liebe dieses Spiel, echt super. Ich genieße es. Top. Außer die zwei Mann. Na warte nur. Eigentlich zwar kriege ich schon noch. Rennen! Und ich hasse Rennspiele. Aber okay. Lalalala. Einmal schon anfahren. Steuerung ist so, ja. Es geht, hallo. Fahren, fahren. Schneller! Ja, nicht bremsen! Nein, was mache ich denn? Der erste Fail? Nein. Aber ich glaube schon fast ja. Ja. Ay, 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 ay.
hinten ist doch einer. Ah nein, der ist doch. Ja, Fail Nummer 1. Ah, verdammt. Warum ist es so schlecht, ey? Ich muss jetzt aber nicht alles nochmal starten, oder? Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich war noch nie so schlecht bei den Rennen. Was ist denn los? Ja, okay, dafür kann man das hier gleich mitnehmen. Oh mein Gott. Ich drücke A und es fährt nicht mehr los. Also es wird immer langsamer. Konzentrieren. Ja, sieht gut aus. Ja, schon viel besser. Nein, 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 nein. Ja, ja. Jawohl. Dichte Felsen. Ja, sehr gut. Man kann die auch zerstören, aber ist nicht nötig. Ein Fail. Oh, muss auch sein. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein kleines Stück und dann ist es für heute. Ich verbrenne mich direkt bei der Fackel. Nice. Wenn man schon verliert, dann schon richtig. Aber immer schön cool bleiben. Die kleine Stelle mache ich noch und dann war es für heute. Die blauen Flitzpilze kann man mit Tricky füttern. Genau. Die gibt's ja auch noch. Genau erklärt. Mit diesen Pilze, blaue Pilze, kann man Tricky füttern. Oben links ist auch noch eine Anzeige dazu gekommen, zwar die Tricky-Anzeige. Mit der kann man graben und alles andere. Genau, erklärt es auch noch. Mit seiner Hilfe kann man einiges graben, sitzen, suchen und so weiter und so fort, wie beim Hund. Aber erstmal füttern. In der Nacht sind die Pilze einfacher zum Sammeln, weil die Pilze in der Nacht schlafen. Boah, das verzögert sich aber richtig hier. Aber okay. Noch ein Pilze? Nö, keine Pilze mehr. Dann graben. Such. Genau, so bleibst du jetzt gleich sitzen.
Sehr schön. Zack. Und hier, liebe Freunde, würde ich sagen, ist für heute Feierabend. Auch ich will kein Feierabend. Wenn es so schön läuft, dann will ich am besten weitermachen. Aber auch wir, ich muss eine Stopp reinlegen, weil sonst höre ich gar nicht mehr auf. Man sollte es genießen, so gut es geht. Man sollte Spaß daran haben. Den werden wir auch haben, vor allem ich, weil ich liebe dieses Spiel. Top. Wie ist es für euch? Ab in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefällt, Like da lassen, Abo da lassen. Ansonsten, bis bald. Habe die Ehre.